Alter, soll ich mal gucken, wo ich hier hin muss. Ich habe so keinen Peil. Da ist ein Sprungpilz, da komme ich nicht weg. Also hier lang. Wenn es da mal kurz aufhören würde zum Placken. Hier ist irgendwo noch eine Erinnerung. Ja, das war keine Erinnerung. Ach, da oben. Wow. Gut, dass ich mich nicht selbst verletzen kann dadurch. So. So, mit ganz viel Moves. Den Kopf hier ab! Ja, 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 später vielleicht mal. Geh mir jetzt nicht auf die Aua! Leide ich jetzt noch alles, was mir in die Quere kommt. Kacke. So. Können wir eigentlich direkt zum spannenden Teil übergehen und darf ich der Königin überhaupt die Fresse geben? Natürlich! Ja nicht sofort besiegt, stehen die erstmal wieder auf. Lass mich los! Lass mich los! Nein! Alter! Das hat mich gefressen, ekelhaftes Vieh. Die linke Umschalttaste reagiert nicht! Holy shit! Ich werde von Zombies gefressen, nötigt. Was weiß ich? Fass mich nicht an, du hässliche Schlampenkarte! What the fuck? Ihr mich verarscht. Wie soll ich das Ding denn besiegen? Ich Idiot. Don Quixote hatte bei seinen Windmühlen mehr Chancen und lief nicht Gefahr, den Kopf zu verlieren. Ein diskreter Abgang darf auch stürmisch. Sorry. Boah, ich wusste. Ich hab. Wortkotze. Holy fucking shit. Das war also der Wächter. Gut, den möchte. Dich nicht noch mal begegnen! Au! Au! Wie zum Henker soll ich den denn bitte besiegen? Alter! Ich befürchte, dass ich einfach laufen muss, ne? Einfach erst aus nach vorne. Irgendwo geht's schon hin. Holy shit. Erstmal hängen wir jetzt wieder am Ladebildschirm. Ich mach daraus Let's Play Ladebildschirm Simulator. Ich wette, irgendwann gibt es sowas noch. Ein Ladebildschirm-Simulator 2015 mit den schönsten Ladebildschirmen überhaupt. Aus Alice Madness Returns, Divinity Original Sin. Was gibt's noch? COD und Hasche, das hier sind. Sag jetzt mal ganz ehrlich, gibt es hier irgendeine Möglichkeit, sich zu verstecken, bevor ich losrenne? Nein. Ich renne einfach. Ja, das kennen wir bereits. Super, ich kann auch nur so rennen. Das ist nicht gerade hilfreich. Alter. Lass mich doch in Ruhe. So ein bisschen leben.
Boah, wenn das jetzt so wie ein Outlast wird, dass das Vieh mir die ganze Zeit hinterher rennt, dann aber herzlichen Glückwunsch. Wer Outlast kennt, weiß, was ich meine. Nee, fett, wenn das fette Vieh dir die ganze Zeit hinterher rennt und dich überhaupt nicht mehr in Ruhe lässt. Die eigentliche Funktion einer Waffe ist nahezu Nebensache. Letztlich ist sie nur so gut wie die Person, die sie handhabt. Alter, wenn das jetzt hier ein zweites Outlast wird, dann aber yeah. Da spiele ich lieber Alien Isolation und lass mich vom Alien aufschlitzen. Ganz ehrlich. Ich hoffe, es geht jetzt hier irgendwie weiter. Ich will da nicht nochmal raus. Ich sehe nichts. Meine Güte. Boah, Glück gehabt. Der Hüter der Königin verlässt nur selten sein verdrecktes Versteck. Aber du bist etwas Besonderes. Aha, das macht mir jetzt auch sehr viel Mut. Das heißt, das Vieh kommt mir hinterher, oder was? Boah, das stand nicht in meinem Vertrag. Alter, wo kann ich kündigen? Meine Güte. Also vor dem Vieh habe ich Respekt, ganz ehrlich. Das tut mir weh. Ich mag es nicht, wenn man mir weh tut, dann weine ich. Ja, häng dich doch beim Laden auf oder speichern oder was auch immer du da jetzt tust. Dankeschön. Auch nicht schon wieder. Verfall kann ich noch leben. Lass mich los. Die Fresse. Nein! Alter! Was zum Fick will dieses Vieh eigentlich von mir? Alter, das ist wirklich wie ein Outlast. Bah, geh doch weg! Mann! Oh, Junge, Alter, jetzt geht's hier schon wieder weiter. Ich muss mich gerade ein bisschen konzentrieren. Sorry, das Vieh hängt hier. Hier ist alles voller Viecher. Nein, 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 nein. Nein! Boah, das kann doch nicht wahr sein. Lass mich da durch. Alter, das kann doch nicht wahr sein. Ich kann hier nicht fliehen. Wie soll ich das hier besiegen? Hier ist noch tausend andere. Alter, das fährt mich gleich platt. Ich könnte wahrscheinlich nicht beim Hysterie-Mode was auslösen. Alter, warum? Ich scheiß jetzt auf die Zähne, ich scheiß jetzt auf alles. Ich laufe einfach noch um mein Leben. Die nehme ich mit. Ich hoffe, das ist der richtige Weg. Ich kann jetzt nicht grinsen, Katze, lass mich in Ruhe. Alter! Die wollen mich doch verkackeiern! Meine Nerven, Alter! Oh mein Gott! Hallo?
das Ding wieder hochfahren? Ach so, das reagiert auf Druck. Sagt es doch. Ich höre doch schon wieder irgendwas. Toll, wie komme ich jetzt hier weg? Nein! Nein, 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 nein! Okay, das war jetzt wieder. Scheiße. Ach so, deswegen soll der Harz da drauf. Ich verstehe jetzt, was die wollen. Oh, ich bin so schlecht im Ziel. Da will ich hin. Ich bin geblieben, deswegen gehe ich da jetzt hin. Oder auch nicht, weil ich da hoch muss. So. Juhu! So, erstmal ein bisschen Leben tanken. Meine Fresse! Ich habe leider Gottes die Befürchtung, dass uns gleich schon wieder dieser scheiß Schafsrichter um die Ecke kommt. Und ich habe leider Gottes echt die Befürchtung, dass wir den besiegen müssen. Irgendwie. Scheiß drauf, wie? Pff, wir machen das schon. Pff. Einfach mal, Alice. Alter, das ist wirklich so ekelhaft wie mit dem Vieh in Outlast. Ich weiß nicht, wer Outlast schon gespielt hat oder das wenigstens im Let's Play gesehen hat von irgendjemandem und weiß, was ich meine. Das Vieh ist so scheiß penetrant. Und du wirst es einfach nicht los. Es ist wie die Pest da. Bist du auch nicht losgeworden? So, wie mache ich denn das jetzt hier? Ich muss da hoch. Das heißt, ich muss das Ding hier wieder aktivieren. Mich allerdings gleichzeitig ein bisschen beeilen. Also, Alice! Ja gut, das üben wir nochmal. Jetzt direkt hin. Wow. Entweder springe ich zu viel oder zu wenig oder ach, gib mir doch. Ich mag jetzt nicht mehr. Ja, ich weiß, heulen ist was für Pussys, dann bin ich halt gerade eine Pussy. Natürlich. Natürlich. Warum auch? Doch langweilig. Bin ja schon froh, dass sich die Maus diesmal nicht verzieht. Wie gesagt, ich habe jetzt bald ein Gamepad bestellt. Es kommt. Und dann wird sich Alice hoffentlich ein bisschen besser spielen lassen. Ein bisschen besser ergeben, sagen wir es. So, wenn ich jetzt so bin, muss ich doch rein theoretisch darüber kommen, oder nicht da? Ich kann natürlich auch erstmal hier hingehen, das ist auch gut. Die muss ja sowieso hin, das ist der Hebel. Das heißt, die muss runter. Die muss so hoch, dass ich am Ende nicht mehr drauf komme. Und sie. Nicht mehr. Oh, und wie ich wette, dass dieser scheiß Schafsrichter hinter dieser Tür sitzt. Wie ich es einfach nur wette. Wer wettet dagegen? Der Raum ist viel zu offen. Er ist zwar nicht groß, aber trotzdem. Z.
Ziehe den Bauern über das Schachbrett, der gegnerische Bauer spielt deine spiegelt deine Bewegung. Ach du Scheiße, ich bin nicht gut im Schachspielen. Löse das Schachpuzzle, indem du beide Bauern zeitgleich an dein Ziel bringst. Türme werden sich den Bauern in den Weg stellen. Meide die Läufer, sie vernichten die Bauern. Entschuldigung, Schachpuzzle müssen innerhalb des angezeigten Zuglimits gelistet. Jetzt musste ich tatsächlich niesen, so ein Scheiß hier gerade. Wie ziehe ich ihn jetzt? Ich muss gleichzeitig beides erst hoch. Fertig. Fürs Erste. Okay, das war einfach. Das war einfacher, als ich gedacht hatte. Vielleicht sogar zu einfach. Ladebildschirm! Yeah, yeah! Alter, ich brauch einen Jingle für einen Ladebildschirm. Das geht nicht anders. Und dann jedes Mal, wenn der Ladebildschirm kommt, wird dann der Jingle eingespielt.